Marvin hat ja dieses Hydro-Hype-Ding gemacht. Da hat er tatsächlich jetzt den zweiten Part zu hochgeladen. Let's go. Schauen wir mal rein. Da bin ich wieder. Kennt ihr eigentlich schon meine Supercreme Hydro-Hype? Wenn nicht, gibt's hier einen kleinen Rückblick. Ich wollte beweisen, dass Influencer für Geld wirklich alles sagen und deswegen habe ich eine Creme erfunden. Das heißt, wir haben dieses Foto einfach aus dem Internet gezogen und haben da auch unser Logo drauf gemacht. Wir brauchen natürlich auch Content für Instagram. Das heißt, ich mache jetzt fleißig Stories vor einem Biomarkt. Und auch die 455 Abonnenten, die wir aktuell haben, die sind auch alle gekauft. Dass die Influencer dafür, dass sie dann Geld bekommen für diese Kampagne, sagen, dass das super funktioniert. Das sieht so glowy aus, es ist super gefaltet, ne? Kann es aber nicht, denn wir füllen hier... Ja, richtig, genau. Und das ist wesentlich einfach nur Gleitgel gewesen, diese Creme. Keine Anti-Aging-Creme rein, sondern dieses Gleitgel. Ach du Scheiße. Gestern ist die Story von Inissa Bukvic online gegangen und daraufhin ist einiges passiert. Zum Beispiel folgt mir jetzt die Schwester von Sami Slimani. Es ist die Mutter. Bei wem ich mich auch entschuldigen muss, ist die Familie Slimani. Denn ich habe behauptet, dass die Schwester von Sami Hydrohype auf Instagram folgen würde. Ist aber nicht ganz richtig, es ist nämlich die Mama von Sami, die Hydrohype auf Instagram folgt. Ich bin ehrlicherweise da durcheinander gekommen, weil Mama anscheinend sehr stolz auf ihre Kinder ist und nur Fotos von denen postet. Sorry, war mein Fehler, mein Fauxpas. Und mir haben sogar einige Influencerinnen geschrieben, die für Hydrohype werben wollen. Die haben mir tatsächlich geschrieben, dass sie das Produkt super toll finden, obwohl es das nicht mehr im Laden gibt. Hey, normalerweise kriegt man doch nur von den Firmen solche Nachrichten so, ey, das Produkt ist mega nice. Digga, fucking weird, oder? Oder auch immer dieses, ja, wir haben uns jetzt mit dem Content auseinandergesetzt, du passt einfach perfekt. Du passt perfekt. Brand. Bro, ihr seid eine Dildo-Firma. Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Aber sie können sich vorstellen, darüber eine Story zu machen und die haben sogar 100.000 Follower und die andere hat 300.000 Follower. Wie heißt die? Nein, Spaß. Die Chance will ich mir nicht entgehen lassen und deswegen schreibe ich denen jetzt mal, was sie für so eine Story verlangen. Das ist doch der lebende Beweis dafür, dass Influencer-Marketing funktioniert. Kaum wirbt Inissa für diese Creme, finden alle Hydrohype super. Sogar Influencer wollen dafür werben. Und da habe ich mal gefragt, was sie dafür verlangen und im Vergleich zu Inissa waren die sogar erschwinglich. Da wollte ich euch noch ein Produkt zeigen, was ich letztens bei meiner Mutter in Salzburg entdeckt habe. Cap. Wahrscheinlich hat sie es bei ihrer Mutter in Salzburg entdeckt, oder? Im Schrank stehend. Ja. Gefühlt. Aha. Und die ist so begeistert von diesem Produkt, dass ich ja es jetzt einfach auch gekauft und ausprobiert habe. Man kann das aber nicht kaufen. Und ich muss sagen, dass ich auch mega gehypt bin. Bei Mama in Salzburg entdeckt. Ja, nee, ist klar. Wohl eher bei Instagram Story. Ich weiß, das ist eine Gesichts... eher im Nachtschrank, Alter, in der Flasche, Junge. Wenn Papa mal zu Besuch ist. Pflege das mit Anti-Aging-Effekt von Hydrohype. Und der wesentliche Bestandteil dieser Creme ist das durch Urangestein gereinigte Wasser. Mhm. Das ist besonders. Urangestein ist radioaktiv, ne? Checkst du, Bro? Das ist sehr, sehr gesund. Das ist gut verträglich für empfindliche Haut. Ja. Nee, ist es auch nicht. 100% bio bzw. vegan, frei von Tierversuchen. Ja, das stimmt. Und ich zeige euch jetzt auch mal die Textur. Die ist mega leicht. Und ja, man bekommt sie in ausgewählten Bio-Supermärkten. Da merkt man wirklich, wie gehypt sie von Hydrohype ist. Du musst mal überlegen, das ist einfach fucking Fake-Wichse gefühlt. Weißt du, was ich meine? Naja. Das hat sich und. Ja. Er hat sogar noch ein Tutorial aufgenommen, um zu zeigen, wie man. Ne? Hä? Ohne Tierversuche. Hoffentlich. Ja. Creme anwendet. Scheiße, Mann. Dass Vanessa den Kunden hier von selbst angeschrieben hat, um eine Werbekampagne zu bekommen, ist ja gar nicht schlimm. Auch sie muss Miete und Strom bezahlen, von daher gar kein Vorwurf. What the fuck? Cringe. Macht ihr keine Insta-Story für eure Stromrechnung am Ende des Tages? Ich mach immer, jo, was geht ab, liebe RWE? Dankeschön für den Atomstrom 2000-Vertrag, den ich hier bekommen habe. Dankeschön für eure Stromrechnung. Kuss an Netcologne an der Stelle fürs Internet. Was aber ein bisschen schwierig ist, ist, dass sie sogar die kleinen Lügen aus dem Briefing übernommen hat, dass sie die Creme von sich aus entdeckt und getestet hat. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig, weil sie auch hier ihre Follower anflunkert. Mir persönlich ist es auch wichtig, dass wir einen Mann für Hydrohype werben lassen, denn Hautpflege ist schon lange kein Frauenthema mehr. Und deswegen habe ich in den letzten Tagen einige männliche Influencer angeschrieben. Und einer hat mir sogar schon geantwortet, nämlich Jotta. Jotta ist bekannt aus dem Fernsehen und der hat mir sogar direkt seinen Preis und seine Insights geschickt. Der 1000er Kontaktpreis liegt bei 11,50 Euro. Meine Storyviews bewegen sich bei ca. 210.000 auf Instagram und ebenfalls auf Netflix. Big Cap call ich an der Stelle mal rein. Die Insights sind nämlich wichtig, damit man weiß, wie viel so eine Story am Ende kostet. Das ist mega viel, ne? Das ist also, ich meine, so. 210.000 ist übel viel. Das ist schon bei 600.000 Follower ist das, ja. Da weiß man, wie viele Leute der mit seinem Instagram-Account erreicht. Problem ist nur, dass der offensichtlich seine Insights gefälscht hat. Man sieht. Das meine ich nämlich auch. Nämlich eindeutig, dass er dort mit Photoshop rumgefuscht hat. Oh mein Gott. Oh, ich wollte es gerade sagen, so erbärmlich, Digga.
Weil, also, ich hab knapp 2 Millionen so auf Instagram, kurz knapp 2,1 Millionen. Bei mir schwankt es halt auch. Es sind mal an schlechten Tagen sind es 100.000, mal sind es 300.000 Aufrufe oder mal auch mehr. Ein Monta hat ca. 800.000 Aufrufe. Dass der Typ, No-Name-Guy, 210.000 hat, ist so fucking bad. Ist das, Digga, also das ist ja mal ganz, 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 ganz weird. Da muss man sich ja vorstellen, der belügt seine Community und der belügt sogar noch den Endkunden. Das ist doch Betrug, Digga. Das ist doch Betrug. Ja. Also das ist komplett Betrug. Also Insights fälschen. Ach, er hat es nach unten korrigiert. Okay, got you. Und dabei einige Fehler gemacht hat. Und das ist der Grund, warum ich ihn nicht für Hydro Hype buchen werde. Jota oder Mr. Photoshop, wie ich ihn auch gerne nenne. Guck mal, wie schief das ist. True. Da hat sich wohl nicht so viel Mühe gegeben, denn die Zahlen sind einfach kreuz und quer und schief. Scheiße, und die oberste Mann. Zahl ist sogar noch deutlich schärfer als der Rest des Textes. Und wenn man nochmal genau hinschaut, sieht man, dass er sogar noch einen Punkt da unten vergessen hat. Wo vom letzten Mal, als er die gefaked hat. Jota, bin ich... Er hat sich seiner Story schon geäußert, boah. ...nicht auf die Schliche gekommen, aber ein paar Wochen später sind andere mir auf die Schliche gekommen. Ey, ganz ehrlich, wie heißt der Typ? Jota? Ich muss kurz eine Story... Jota.live, oder? Oh ja, gute Idee. Ich will das jetzt wissen. Ey, du kannst doch online machen, oder? Dann mach mal so, dass ich es auch sehe, on stream. Kannst du den, oder geht das nicht? Kannst doch, du doch, nicht warte. Das Fenster, was wir gerade offen haben? Der Jota ist kein No-Name. Ja, der ist halt ein Fernsehstar, ne? Also ich kenne ihn ja auch, aber... Okay. Das ist aber nicht der Jota. Ja, ich habe die Zahlen gefälscht. Weil er will mir die gefälschte Creme andrehen und ich gebe ihm gefälschte Zahlen zurück. Aber wisst ihr was? Ach so. Ach, er wollte das gar nicht machen. Er wollte ihn hops nehmen. Achtung. Ich habe die Zahlen nach unten gefälscht. Ach so, ja klar. Weil meine Views in Insights sind wesentlich höher als die ich ihm gegeben habe. Und wer das nicht glaubt, macht mit mir bitte jetzt eine 1000-Dollar-Wette. Nein, machen wir nicht. 1000, Digga. Ich screen-recorde. Ich mach das auch immer. Ich korrigiere meine Video-Views immer, wenn ich ein Placement habe, nach unten. Und sage halt, ihr kriegt das günstiger. Und wenn es dann mehr hat, sage ich, ah, ich habe euch voll reingelegt. Ich habe euch reingelegt, ihr seid dumm. Meine Insights, und wenn ich recht habe... Ihr habt es günstiger bekommen, ihr Idioten. ...kriege ich 1000 Dollar. Wenn ich nicht recht habe, kriegst du das 10-fache zurück. Also, Freunde, kapiert ihr das? Ich habe den Marvin komplett verarscht. Ach so. Ich habe das nicht gefälscht, um mir rauszuholen. Ich habe es gefälscht, um ihm was Gefälschtes zu geben. Klar, ja, weil meine Views sind höher. Also, wer hat die Eier, mit mir die Wette zu machen? Machst du die Wette, oder? Wenn ich eine Wette anbiete, dann ist es ein illegales Glücksspiel. Lange Rede, kurzer Sinn. Schaut her, das ist die E-Mail, die habe ich ihm geschickt. 5,9 Millionen Impressionen. In Wahrheit sind es immer zwischen 9, 12, 15 Millionen. Ach so. Bei mir schwankt es auch immer. Ich habe auch immer zwischen... Ich kann ja mal kurz... Ich habe einen Account hier mit 2 Millionen Followern. No Flex, so. Und wenn ich jetzt mal ganz kurz in meine Impressions gucke, ich meine, ich mache auch sehr, sehr wenig Fotos, so. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Ich mache extrem wenig Bilder. Ich habe in den letzten 7 Tagen kein einziges Bild hochgeladen. Gut, mag jetzt vielleicht nicht der beste Move sein. Meine Impressionen liegen gerade bei 8.830.621. So. Das ist ja was ganz, ganz anderes, als was der hier gerade erzählt. Das kommt ja überhaupt nicht hin. Ich kann ja mal sagen, was ich gehört habe. Ich habe vom 18. März bis zum 16. April habe ich zum Beispiel gerade 1.489.911 Impressionen. So, das kommt ja überhaupt nicht hin. Ich poste jede Woche ungefähr ein Bild. Ich poste fast gar kein Bild. Das letzte Bild von mir ist... Also, die letzten 7 Tage habe ich kein Bild gepostet. Das letzte Bild von mir ist am 9. Mai. Wir haben den 17. Ja, das ist schon 10 Tage fast. Weißt du, was mein größter Traum ist? Was denn? Ein Bild mit mir zu machen. Dass du mal ein Bild mit mir auf deinem Instagram postest. Damit du, damit die Girls kommen, ne? Du willst ja, die Girls, genau. Ne? Oh, ja, geil. Können wir machen. Ich nehme dich auf die Schultern und ich photoshoppe so richtig lange Arme, die so runterhängen, okay? Die habe ich so oder so. Und dann jetzt gerade ein bisschen runter bei 9 Millionen. Deutsche Däne. Aber definitiv höher als 5. Insofern, quod erat demonstrandum. Und dann alle jetzt einfach Klappe halten. Es ist, was es ist. Okay. Der Marvin wollte mich verarschen, hat nicht funktioniert. Ich habe ihn zurückverarscht. Alles klar. Ende der Geschichte. Okay. Ich habe es bewiesen. Ja, ja. Du hast gar nichts bewiesen, Bro. Du hast gar nichts bewiesen. Das war's? Oh, scheiße, Mann, ey! Mann. Du Witzer, Alter, du Scheißkerl! Wie viele Likes hat der für die Bilder? Wieso heult der? Guck mal, der ist wirklich der Photoshop-Boss.
Aber ich kann nicht mal kommentieren, was beleidigend ist. Ja, gut, also. Ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, mag ein netter Kerl sein, aber der hat ja auf jeden Fall fett reingekappt. Extrem fett reingescheißt. Naja, gut, machen wir weiter und schauen mal, was Hydrap noch so bringt. Wieso hat das nachgeschaut bei Nindo Pro, der lügt. Und? Nindo mag aber auch nicht immer hundertprozentig greifen, das darf man an der Stelle nicht vergessen. Nindo hat nicht hundertprozentige Accuracy, I guess, aber ja, wenn Nindo das sagt, dann ist doch klar. Auch bei mir läuft nicht immer alles nach Plan, denn ich wurde erwischt und das ziemlich gemein und auch aus eigener Dummheit. Das Management der Prank Bros wollte gerne, dass ich die Prank Bros vorher bezahle, bevor sie die Story erstellen, so, ja, weil sie halt die Firma und Hydrohype und so nicht kennen. Mhm. Und deswegen brauchen sie meine Rechnungsadresse. Und das Problem ist, dass auf einer Rechnungsadresse immer mein Nachname draufstehen muss. Und jetzt habe ich hier eine ziemlich freche Mail bekommen mit: Hey Sören, oder sollte ich lieber sagen, hallo lieber Marvin. Erstmal Chapeau, das wird sicher ein aufwendiges Video, aber wir haben nicht aufgrund des Nachnamens gegoogelt und haben gesehen, dass du dahinter steckst. Digga, das Management der Prank Bros ist echt smart. Also krass. Ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist krass. Ja, irgendwie ja doch eigene Blödheit von mir, aber ehrlicherweise weiß ich auch nicht, wie ich das umgehen kann, denn auf Rechnungsadressen muss nun mal mein Nachname draufstehen, das muss ja echt sein. Ich muss mir was einfallen lassen, ich glaube, ich werde auf die E-Mail gar nicht erst antworten, aber das Gute ist, ich habe ja das Video noch nicht veröffentlicht und das heißt, es weiß keiner öffentlich, dass ich hinter Hydrohype stecke, aber ich wollte euch einfach auch mal zeigen, dass bei mir nicht immer alles nach Plan läuft und ich mache mich jetzt auf die Suche nach weiteren Influencern. Nächste Woche geht es weiter mit dem nächsten Teil und da ist mir was passiert, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, denn ich wurde von einem Management bedroht. Eine Zutat, die noch nicht genannt wurde, und zwar das Pipi-Kaka-Seed-Oil. Ja. Einfach nur, damit der Pipi-Kaka in seiner Story sagt. Und am Ende wollte der Manager noch mit mir telefonieren. Ja. So ein Telefonat, das habe ich noch nie in meinem Leben. Es hört sich ja fast so an, als ob ihr irgendwo irgendjemanden vorbeischicken wollt, der irgendwie gewaltsam Druck ausübt. Leute, das war Teil 2 von Hydro. Das war tatsächlich mein Management. Wir haben Marvin zusammenschlagen lassen in Berlin. Und Marvin ist tatsächlich, das Video ist ja vorproduziert. Marvin liegt gerade im Krankenhaus, ne? Marvin liegt im Krankenhaus. Ich sag nicht Pipi-Kaka-Öl in der Story, das sage ich nicht. Das habe ich mehr als deutlich gemacht und wir haben mit Marvin jetzt die Beine gebrochen. Ja, so ist es. Klar. Hype. Und wenn ihr jetzt auch so gehypt seid wie ich, dann klickt gerne auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Der führt euch zu Join, denn dort gibt es eine neue Sendung, die heißt Achtung Aaron. Schau ich mir nicht an, die Scheiße von Herr Aaron. So.